geht Sex mit Rollstuhl? In erster Linie gehe ich dafür meistens aufs Bett, muss ich ehrlich sagen. Hast du Profi-Tipps für Sex-Beginners? Ehrlich gesagt würde ich erstmal mit Selbstbefriedigung anfangen, damit man ungefähr weiß, wie der Körper auf Orgasmen reagiert. Gerade bei Spastiken, ich kann davon ein Lied singen, da muss man schon darauf vorbereitet sein und da sollte man vielleicht auch die Partnerin darauf vorbereiten, weil es ist nicht cool, wenn auf einmal so ein Knie in ihrem Gesicht hängt. Aber wenn man das weiß, wie sich das anfühlt und was dann passiert, dann kann man das schon mal kommunizieren. Und dann würde ich einfach sagen, hab einfach Spaß, probier es einfach aus, mach erstmal die für euch offensichtlichste einfache Variante. Und wenn sich die schön anfühlt, dann kann man sich immer weiter rantasten, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie sieht es mit Sexpraktiken aus? Wenn man merkt, dass es irgendwo Probleme gibt, zum Beispiel Gleichgewicht oder so, dann sage ich immer, wenn ihr merkt, dass ihr bei irgendeiner Position die ganze Zeit umkippt, dann versucht dich halt irgendwo an deinem Partner festzuhalten oder nimmt das Bett, legt euch 5 Kissen dahin, damit ihr stabiler liegt. Versucht euren Raum mit einzubeziehen. Wenn man Bock aufeinander hat, dann sollte man schon ein bisschen wollen und auch ein bisschen kreativ sein. Was wünschst du dir von deiner Sexpartnerin? Ich möchte schon begehrt werden. Ich möchte schon hören und merken, hey, sie findet dich auch attraktiv. Sie kriegt auch irgendwie Gedanken, irgendwas mit dir machen zu wollen, weil sie dich attraktiv findet sexuell und nicht, weil sie sagt, ja, ist ein süßer Typ und ich würde ihm gerne mal zeigen, was so geht. Das ist nett, aber wenn da gar nichts weiter passieren würde und das Einzige ist, so weil sie ein Helfersyndrom hat, dann so verzweifelt bin ich noch nicht. Gibt's manchmal Selbstzweifel? Ist das gut genug und wie weit ist sie bereit, sich darauf einzulassen und so. Also ein paar Gedanken sind da schon mit bei, aber eigentlich braucht es das gar nicht, weil wir können neue Stellungen erfinden, wenn du willst. Lass uns das ausprobieren. Wir versuchen das einfach und wenn es sich gut anfühlt, sagst du, mach weiter und wenn es sich nicht gut anfühlt, probiere ich das anders. Für mich entsteht Sexualität, Orgasmus und Zufriedenheit sowieso durch das ganze Vertrauen, wenn ich merke, hey, da will jemand jetzt das mit dir erleben, weil er dir ein schönes Gefühl geben will, aber auch, weil sie dich attraktiv findet. Allein das begeistert mich schon und macht mich mega, mega glücklich. Wie war die Pubertät für dich? Was mich am meisten frustriert hat, war wirklich die Zeit und der Zeitraum, den es überhaupt erst brauchte, bis ich die Chance bekommen habe, überhaupt sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Ich habe immer gehört, dass ich ein unfassbar wundervoller Mensch bin, attraktiv aussehe, aber mehr als das ist nie entstanden. Ich habe immer so gedacht, ja, irgendwann ist Friendzone auch mal vorbei. Während alle um dich herum Beziehungen haben, ihren ersten Kuss erleben, ihre erste Male haben und ihre Erfahrungen machen, das war schon nicht einfach manchmal. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Welche Dating-Tipps hast du? Ich würde probieren, mich auf Dating-Apps zu registrieren, Chat-Konversationen zu starten und zu gucken, was da geht. Wenn ich mich jetzt aktiv in der Dating-App bemühe, nehme ich auch ein Bild, wo man auf jeden Fall sieht, dass ich im Rollstuhl sitze. Wenn man dann direkt hört, ja cool, und dann eine ganz lockere Antwort kriegt, dann merkt man, okay, die Basis stimmt, die hat die gleiche Selbstironie und mag deinen Humor irgendwie. Und dann nimmt das vielleicht alles seinen Lauf. Gibt es genug Aufklärung über Sex mit Behinderung? Was soll es da für eine Aufklärung geben? Sex ist so individuell, dass du einfach Freestyle das machst, was sich gut anfühlt. Und ich glaube auch nicht, dass Nichtbehinderte eine Gebrauchsanweisung wie bei IKEA neben sich liegen haben und ihre Bildchen abgehen. Erst müssen wir das machen, dann müssen wir das machen, dann müssen wir jenes machen. Es gibt kein Geheimrezept für Sex mit Behinderung und es gibt auch kein Geheimrezept für Sex allgemein. Welche Vorurteile hörst du oft? Wenn du dann sagst, dass du als Mensch im Rollstuhl Sex hast, dann gucken sie dich an, als wärst du ein Alien. Weil das ist ja so ein Thema voller Scham und es ist so intim und das geht ja gar nicht. Dann wird das Kind auch behindert. Diese ganzen Pseudomythen, diese erschreckte Reaktion, wenn man über Sex mit Menschen mit Behinderung redet, das ärgert mich
oder frustriert mich, dass Leute immer noch so beschränkt in ihrer Vorstellung sind, dass sie glauben, dass das irgendwie was Besonderes wäre. Was wirst du am meisten gefragt? Darf ich dich fragen, wieso du im Rollstuhl sitzt? Oder kannst du eigentlich Sex haben? Wenn ja, wie? Ist deine Freundin auch behindert? Tut das nicht weh? Wie geht das denn? Was geht denn alles? Muss ich irgendwas beachten? Wir haben alle Vorlieben und alle Interessen und sind alle sehr neugierig. Sensibilisierung dafür, wie wir fühlen und was wir eigentlich auch ziemlich geil sind, davon kann es nicht genug geben. Mich würde noch interessieren, was ihr bis jetzt so für Erfahrungen gemacht habt und ob ihr vielleicht sogar noch mehr wissen wollt. Schreibt uns dazu gerne alles, was euch einfällt, in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Zum Beispiel haben wir schon ein Video zu diesem Thema von Anouk und Lukas. Schaut auch gerne da mal vorbei. Oder schaut euch auch gerne das Video von Deutschland 3000 an, in dem sie über Vorteile reden, dass Menschen mit Behinderung zum Beispiel keinen Sex haben.